Willkommen zurück zu Pokémon X. Es gibt ein Problem, aber auch eine Lösung. Aber dazu dann gleich mehr. Was ist im letzten Part passiert? Wir waren hier beim Turm da hinten. Mit der Arenaleiterin aus Yantara City und ihrem Opa, der uns den Mega-Ring geben möchte. Aber erstmal müssen wir gegen die Arenaleiterin hier in der Arena antreten. Und dann sind wir fähig, Mega-Entwicklungen auszuführen. Denn ja, am Ende stand noch die Frage zwischen Serena und mir. Ich habe einen Kampf gewonnen, daher kriege ich wohl diesen Ring. Es gibt ja auch nur, der Typ da hat, Mr. Mega, so heißt er, hat nur einen Ring dafür und den soll ich kriegen. Und wir gehen nun in die Arena. Es gibt allerdings ein Problem. Aber dazu, dann komme ich, wie gesagt, gleich in einem Kampf, wo ich ein bisschen erzählen kann. Das hier ist die Arena von Yantara City. Aha. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Hier ist die Arena von Yantara City. Hier dreht sich alles um, Typ Kampf. Und jetzt schnapp dir deine Roller Skates und besiege alles, was Rollen unter den Füßen hat. Ob von hinten, von vorne, von links oder von rechts, spielt keine Rolle. Kampf, interessant. Da ist natürlich Rex. Oh, ich muss erstmal hier die Pokémon ein. Da ist natürlich Rex komplett an der falschen Stelle. Also ihn können wir leider nicht verwenden, obwohl er noch auf Level 24 ist. Ich packe mal Moonlight nach vorne. Denn um Moonlight geht es im Problem darum. Wer vielleicht sich mit dem Spiel ganz genau auskennt, also da muss man sich wirklich sehr, sehr genau auskennen, der weiß vielleicht schon, was das Problem ist. Ich möchte aber erstmal einen Trainer haben. Und zwar, ich hatte ja am Ende des letzten Parts erzählt, dass ich Trustler, also jetzt der Curly inzwischen, mit ins Team genommen habe für ein Guardevoir. Dieses Guardevoir hat eine Mega-Entwicklung. Dazu brauche ich aber den Guardevoir Need. Das Problem an der Sache ist, ich habe damals nicht nachgeguckt, wo ich den Guardevoir Need bekomme. Beziehungsweise ich habe es nur sporadisch geguckt, habe gesehen von irgendeiner Person, dachte ich mir so, okay, das ist ja gar kein Problem. So. Ja. Das Problem allerdings ist, diese Person, beziehungsweise ich kriege mit dieser Person sprechen, kann ich erst nach der Liga. Bedeutet, wir kriegen Guardevoir Nieten erst. Hallo? Hey, was soll das? Erst nach der Liga. Das ist das Problem. Und dementsprechend, bin ich momentan an der Lösung da für dieses Problem dran. Denn ich möchte nicht bis nach der Liga warten. Wollt ihr bestimmt auch nicht. Wir wollen das Pokémon schön im Kampf erleben. Und dementsprechend bin ich, wie gesagt, gerade an der Lösung dran. Erste Idee von mir war ein Cheatcode, dass ich das mir per Cheatcode mache. War meine erste Idee. Nietenranke. Aha, erstmal eine Attacke. Ich erzähle gleich weiter. So, Angriff mit dornigen Arm, das Ziel schreckt eventuell zurück. Okay, es ist ja besser als Rankenhieb. Ja, auf jeden Fall, dann nehme ich es. Danke. Wäre eine Lösung, die ich zwar selber nicht ganz so toll fände, aber es ist immerhin eine Lösung. Ach, jetzt hier noch eine Attacke, ja mein Heilboge, Psycho-Attacke. Anwender löst eine schmerzinnere Novelle aus und teilt dabei das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen Kap. Es für Doppelkämpfen ganz gut, aber nicht so, ne, brauchen wir nicht. Das wäre halt, wie gesagt, meine erste Lösung, nur halt Cheatcodes. Ich bin kein Freund von Cheats, aber das wäre halt eine Lösung gewesen. So, andere Möglichkeit war, mein 3DS irgendwie mit einem Emulator zu verbinden, weil ich zocke das ja auf einen Emulator. Das ist auch nochmal ein Problem. Dass man das irgendwie miteinander verbinden kann. Und somit dann, weil ich habe auf meinem alten Pokémon X Spielstand, habe ich einen Guardevoir Need. Da habe ich den schon. Bedeutet, das wäre für mich eine Lösung gewesen. Allerdings ist es nicht möglich, den Emulator mit dem 3DS zu verbinden, dass ich da ein Pokémon tauschen kann, um dieses Item dann zu bekommen. So, jetzt sitze ich an einer letzten Lösung dran. Diese Lösung bedeutet, dass ich meinen 3DS komplett ummodle, sodass ich die Speicherdaten von Pokémon X auf dem PC kriege, um es dann in meinen Emulator reinzumachen.
Und dann die nächste Herausforderung, ich muss es irgendwie schaffen, dass ich zwei Emulatoren habe, die parallel laufen, dass ich dann da ein Pokémon wechseln kann, sodass ich darüber dann halt den Guardevoir Need bekomme. Ich saß da jetzt schon eine ganze Weile dran, also seit dem letzten Part ist jetzt so circa 1 bis 2 Stunden vergangen und seitdem saß ich ununterbrochen da dran. Jetzt dachte ich mir, gut, ich nehme erstmal trotzdem nochmal auf, weil ich ein bisschen aufnehmen wollte heute. Und ja, es hat mir so ein bisschen alles einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die ganze Sache hier. Von daher, ich werde da weiterhin dran sitzen. Ich denke mal, ich werde im nächsten Part nochmal ein Update geben können, wie weit ich dann von der Lage her bin. Ob das soweit dann bisher geklappt hat. Auf jeden Fall, ich habe schon ein paar Fortschritte gemacht, aber es ist bisher noch nichts weiter so wirklich passiert. Ich bin halt erst am Anfang. Daher, ich kann momentan noch nicht sagen, ob es klappt. Ich versuche es aber. Ja, was muss ich machen? Ich muss auf meinem 3DS irgendwie was installieren, sodass die Daten halt veröffentlicht werden auf der SD-Karte, sodass ich dann von der SD-Karte das dann umformatieren kann, um das dann im Launch, im Citra-Dings da, also im Emulator, einsetzen kann. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Aber es ist eine Lösung, die, wo ich sogar Hoffnung habe. Da habe ich auch Hoffnung, gute Hoffnung, dass es klappt. Sodass wir dann noch vor der Liga, sobald sich Moonlight weiterentwickelt hat, auch dann die Mega-Entwicklung nutzen können. Okay, kleiner Cut. Ich dachte, ich kann kurz zum Pokémon Center gehen, aber ich finde den Weg nicht raus. Daher nehmen wir einfach mal ein paar Supertränke. Das geht ja auch. Ich finde einfach wirklich jetzt nicht den Weg nach draußen. Egal. Noch ein paar Tränke für Grammokles, also für Monster. Zack. Und Maron, du kriegst auch noch ruhig mal einen Trank. Zack. Dann kannst du ja so jetzt hier weitergehen. Hier ist noch ein Trainer. Ja, und ich habe gerade auch mein 3DS hier liegen. Es wäre so einfach, dass auch dieses Tauschen, das ist ja, was ich jetzt so gesehen vorhabe. Es ist ja, ich sag mal, noch eine vertretbare Lösung, weil ich habe auf einem anderen Spielstand schon den Guardevoir. Ich habe mir ihn legal geholt sozusagen. Jetzt muss ich ihn aber nur irgendwie auf das andere System kriegen. Und das wäre natürlich mit einem Cheatcode viel, viel einfacher gewesen, aber da habe ich leider nichts zu gefunden. Und man kriegt halt einfach zuvor nix. Also, das halt einfach nicht. Diesen Guardevoir Need. Erst nach der Liga. Ich habe schon mit Reto zum Beispiel darüber gesprochen. Er meinte so, ja, warum wartest du nicht bis nach der Liga? Weil da gibt's ja eh noch ein bisschen was zu tun. Ganz einfach. Wir sind jetzt hier vom Story-Teil her gerade mittendrin in der Mega-Entwicklung. Wir hatten das im letzten Part und dementsprechend auch nach der Arena haben wir dann die Fähigkeit zur Mega-Entwicklung. Das Einzige, was fehlt, ist dann der Stein. Und das finde ich persönlich schon ein bisschen erdrückend. Und daher will ich da eine Lösung finden. Und wenn ich an einem Ziel dran bin, beziehungsweise ich da stecke in sowas viel Ehrgeiz hinein, das will ich damit sagen. Von daher, ich bin da dementsprechend optimistisch. Ich habe schon viele Probleme hinbekommen und dann kriege ich dieses Problem auch irgendwie hin. Und ich setze hier einfach mal ein bisschen Zeit rein und dann ist gut. Und dann ist einfach mal gut. Derweile ist jetzt mein Headset leer. Sehr, sehr schön. Gut, es hat vor einiger Zeit gepiept, dass es halt leer ist und ich habe nicht reagiert. Ein Glück habe ich hier das Ladekabel, welches extra von mir mal verlängert wurde, so dass ich hier ans Ladekabel packen kann und somit kann ich jetzt hier weiter zocken. So, das Linfu hat leider sehr, sehr wenig Schaden bekommen und Moonlight hat auch nicht ganz so viel gehabt. Ich mach mal Donnerwelle. So, jetzt will mein Headset gar nicht mehr angehen. Doch, jetzt geht's an. Jetzt geht's wieder an. So, jetzt habe ich wieder Sound. Sehr, sehr schön. So, Moment mal, warum hat's jetzt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Es hat plötzlich weniger KP. Aber warum? Ich habe doch nicht angegriffen. Jetzt sind wir schneller. Hat es sich jetzt irgendwie selbst verletzt?
Es kann sein, dass es Turmkick oder so gemacht hat. Und wenn es halt daneben geht, dann verletzt es sich selbst drastisch. Das kann gewesen sein. So, Trainer 2 ist besiegt. Sehr, sehr schön. Wie sieht es von den KP her aus? Einen Trank kriegst du, Moonlight. Ja, Moonlight ist hier, denke ich mal, auch ganz gut. Da können wir mit Moonlight mal ein bisschen trainieren, sodass wir näher an Level 30 kommen. Und sagen wir es mal so: der Guadovernit bringt uns momentan sowieso noch nichts. Erst sobald Moonlight Level 30 erreicht. Stimmt, hatte ich ja auch noch gar nicht erwähnt. Moonlight entwickelt sich auf Level 30. Ich habe da nachgeguckt, es war nicht mit Freundschaft oder so. Das hatte ich ja zuerst angenommen. Von daher fehlen nur noch da Parvenir Level. Bei den anderen Pokémon habe ich nicht nachgeschaut, wann die sich entwickeln. Ich hatte ja schon im letzten Part erwähnt. Ich lasse mich bei sowas sehr, sehr gerne überraschen. Nur bei Moonlight dachte ich mir jetzt so, falls es nach Freundschaft ist, dann müsste ich das eigentlich schon wissen. Weil dann hätte ich ja die Samtglocke, die wir bekommen haben, eingesetzt, als Item gegeben. Aber ja gut, hätte ich ja jetzt nicht gebraucht. Er wollte Kontermann, aber wir greifen eh einerseits speziell an, zweiterseits haben wir eh Donnerwelle gemacht. Also haben wir die Runde ganz gut so genutzt. Ist paralysiert, kann ich angreifen. Sehr, sehr gut. Dann geht's weiter. Um dieses Karadonis noch zu besiegen. Verwirrt, auch noch dazu. Uiuiui. Moonlight, du machst das super. Oh, jetzt kommt Fußtritt. Aber es sieht nicht ganz so viel. Ja, vielleicht war es auch Fußtritt, dass Fußtritt daneben gegangen ist und dann schlägt es. Dann verletzt es sich sehr. Es gab da auf jeden Fall eine Attacke, aber ich glaube, es war Tromkick oder so. Bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Ich habe halt in dem Moment nicht aufgepasst. Passiert mir häufiger. Level 26, sehr, sehr schön, Moonlight. Er steigt relativ rasant jetzt hier auf. Das finde ich super. Jetzt kommt ein Hariyama. Hariyama ist auch ganz schön stark. Da Moonlight schon KP verloren hat, gehe ich rüber zu Firebird. Ich meinte, Master ist hier auch sehr, sehr nützlich, da die Kampfattacken keine Wirkung haben. Weil wir haben mit Moonlight, Firebird und Master hier eigentlich drei sehr gute Pokémon. Maran könnte hier auch noch ein bisschen was anrichten. Rex und Krug sind hier eher weniger von Vorteil. Oh. Aha! Senkt seine KP und steigert den Angriffswert. Vielleicht war das vorhin. Das kann natürlich auch gewesen sein. Okay, gut. Ja, Krug hat halt noch den Unlichttyp und Rex halt den Gesteinstyp. Ist beides ja nicht so gut für Kampf. Okay, Klingensturm. Eine Attacke, die über zwei Runden geht. Hohe Volltrefferquote, Stärke 80. Agilität haben wir noch nie benutzt. Allerdings denke ich mal, Klingensturm werden wir auch nie benutzen. Also von daher, ich erlerne es nicht. Statt Agilität wird bestimmt auch nochmal eine Attacke reinkommen. Ich könnte mir gut vorstellen, Fliegen oder so. Aber mal gucken. Ein Trainer liegt jetzt noch vor uns. Ich werde erstmal nochmal zum Trank greifen. Zack. Und dann den letzten Trainer besiegen. Und falls ich dann einen Ausgang finde, könnte ich ja nochmal die Pokémon im Pokécenter heilen. Sonst gehen wir gleich zur Arenaleiterin. Die schaffen wir auf jeden Fall in diesem Part auch noch. Das ist auch gut so. Scarborn. Ui. Käferkampf, glaube ich. Ja, genau. Meistens denke ich Käferflug, aber da das jetzt eine Kampfarena ist, muss es wohl wirklich Käferkampf gewesen sein. Da ist natürlich jetzt Moonlight nicht gerade so toll drin. Firebird, komm du mal. Vierfach Schwäche, dann gegen Flug. Daher mal lieber gleich zu Firebird wechseln. Da kommt schon Durchbruch. Okay, keine Käferattacke. Interessant. Oh je, war ein Volltreffer. Flammkörper wirkt sehr, sehr schön. Level 30. Ach du Heilige. Ich will nicht wissen, auf welchem Level das stärkste Pokémon von Conny ist. Conny ist ja die Arenaleiterin. So, das Scarabon ist weg. Vierfach Schwäche, wie gesagt. Das ist sehr, sehr schön. Level 28 für Firebird. Huiuiui. Firebird legt aber auch ordentlich los. Hatte aber auch nur das Scarabon. Also von daher. Gut. Wege haben sich geöffnet. Firebird jetzt schon auf Level 28. Huiuiui. Drei Level drüber als statt als Rex hier. Also. Über Rex, so. Ich gebe dann mal Supertrank.
Und ja, ich greife direkt mit Moonlight an. Kann ich ja auch einerseits Psycho-Attacken einsetzen, andererseits auch. Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Wie heißt es denn? Mann! Donnerwelle, genau. So, wir können jetzt hier rüber. Und hier wartet sie. Wartet sie auf uns. Aufgepasst, hier komme ich! Conny! Wir haben schon mal gegen sie gekämpft. Beziehungsweise gegen ihre zwei Lucarius, die sie hatte. Ich denke mal, eines ihrer Lucarius wird sie hier auch haben. Vielleicht sogar beide, ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt, was sie für Pokémon hat. Oder so ähnlich. Du bist ein starker Trainer, das sehe ich sofort. Los, fangen wir am besten gleich an. Da bin ich genau deiner Meinung. Es kann natürlich auch sein, dass sie beide Lucarius hat, aber das wäre ein bisschen lame, finde ich. Linfu, okay. Schon mal ein anderes Pokémon, sehr, sehr schön. Drei Pokémon hat sie insgesamt. Das sind mehr als beim zweiten Arenaleiter, weil der hatte ja nur die zwei Fossilien-Pokémon. Daher bin ich ja schon mal froh darüber. Mogehieb. Ah. Aber wir schrecken nicht zurück. Ja, nice. Somit schon mal Donnerwelle. Wunderbar. Level 29 ist es. So, wir greifen als erstes an, auch dank der Paralyse, weil der Linfu dadurch langsamer ist und wir machen schon mal ordentlich Schaden mit einem Volltreffer und es ist paralysiert und kann dadurch nicht angreifen. Sehr, sehr schön. Können wir es direkt auch besiegen? Ja! Sehr, sehr gut. Das war ein super Start. Ein sehr, sehr super Start. Jetzt kommt Marshock. Da Moonlight schon ein paar KP verloren hat, gehe ich mal rüber zum Master. Master hat ja, glaube ich, auch schon vorhin das Marshock übernommen. Und ist sowieso kurz vorm Level ab. Das passt ja wunderbar. Machen wir erstmal Schwertanz. Aha, du machst Silberblick, damit deine Kampfattacken mehr ausrichten. Allerdings muss ich dich enttäuschen. Kampfattacken sind wirkungslos. Aber wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Auf Level 28, das heißt, sein drittes Pokémon ist das stärkste Pokémon in seinem Team. In ihrem Team. Mann, tut mir leid. So, das war klar, dass es nicht ausreicht. Aber nochmal Dunkelklaue. Er macht nochmal Silberblick. Das ist ein Fehler. Er hätte angreifen müssen mit Geowurf oder so, was er halt vorhin auch eingesetzt hat. Also ein anderer Trainer. Okay, sehr, sehr schön. Level 27. Und nun kommt Resladero. Uiuiui. Flugkampf bedeutet, Flug wäre dementsprechend auch nur normal effektiv. Ist sehr, sehr schnell, ist sehr, sehr stark. Und Kukrex Maron scheiden jetzt da auch aus. Ich würde sogar bei Master bleiben. Ja, ich bleibe sogar bei Master, weil wir haben mit Master einer jetzt halt den Angriff gesteigert. Zwar ist die Verteidigung auch zweimal unten, aber. Ja, mal gucken, was daraus wird. Klauenwetzer macht er. Jetzt steigt nochmal sein Angriff. Und auch die Genauigkeit. Level 32 ist es. Okay, das hat sehr, sehr viel abgezogen. Dank dem Volltreffer. Ich mache mal jetzt den Schattenstoß, damit wir als erstes angreifen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Nee, es reicht nicht. Aber er macht nochmal Klauenwetzer. Es ist besiegt. Gut, war jetzt wirklich kein Problem, da irgendwie nur Attacken eingesetzt wurden, die irgendwelche Statusveränderungen machen. Oh, jetzt kommt noch ein Übertrank. An den habe ich gar nicht gedacht. Okay, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ach, shit, da hätte ich jetzt auch halt die andere Attacke einsetzen sollen. Dunkelklaue. Das ist natürlich jetzt ein Mist. Aber der macht schon wieder Klauenwetzer. Hat er keine Attacke für mich? Der muss auch irgendwie Flugattacken oder so haben. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber dennoch. Das war schon wieder ein Volltreffer. Ich hatte nicht so häufig A gedrückt. Jetzt kommt noch ein Übertrank. Okay, vielleicht war es ganz gut. Ich habe gar nicht so häufig A gedrückt, aber die Verbindung zum Joy-Con war nicht ganz so toll gerade. Ja, jetzt gibt es natürlich keine Volltreffer. Aber ich glaube, der hat keine Attacke. Der hat nur Kampfattacken und Klauenwetzer, glaube ich. Ein Kampf ist ja, wie gesagt, nicht wirkungs. Also hat keine Wirkung. Oh, ja, moin. Wir kommen hier so gut durch. Ja, der hat keine Attacke. Der hat keine Attacke. Master, du bist es. Du bist es. Keine Chance. Heuiui. Aber ich denke mal, wir kommen in den nächsten Arenen nicht so gut hier durch. Das war jetzt mal eine Ausnahme.
Conny, die Arenaleiterin von Yantara City, gibt sich geschlagen. Hiermit erkenne ich dein Talent als Trainer an und verleihe dir feierlich diesen Orden. Oder so ähnlich. Na los, nimm ihn endlich. Das ist der... Was ist das für ein Orden? Der Raufohren. Aha, okay. Der Raufohren sorgt dafür, dass du mit einem Pokémon bis Level 50 auf einer Wellenlänge bist. Das gilt selbst für per Tausch erhaltene Pokémon. Außerdem kannst du mittels der VM... Attacke Surfer auf dem Wasser fortbewegen, selbst wenn du dich nicht gerade in einem Kampf befindest. Ach ja, diese TM wollte ich dir auch noch geben. Probier sie unbedingt mal aus. Steuerungshieb. Ich weiß nicht, ob das Maron erlernen kann. Vielleicht erst in der Entwicklung. Wie der Name bereits vermuten lässt, hilft Steuerungshieb den Anwender dabei, seine Leistung zu steigern. Er härtet seine Fäuste mit jedem Einsatz weiter ab und erhöht so seinen Angriff. Jetzt muss ich mich erstmal bei dir entschuldigen. Ich kann dir den Megaring nämlich erst auf der Spitze des Turms der Erkenntnis überreichen. Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich pausenlos durch die Gegend schleiche. Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte. Jetzt, wo du dazu in der Lage bist, eine Mega-Entwicklung herbeizuführen, würde ich gerne erneut gegen dich kämpfen. Lucario und ich erwarten dich auf der Spitze des Turms der Erkenntnis. Wir kämpfen nochmal ein drittes Mal gegen die Arena-Leiterin. Ja, moin. Okay, Steuerungshieb kann Maron direkt erlernen. Ist leider noch kein Step drauf, aber bald mit der Endentwicklung dann dementsprechend. Bedeutet, Zertrümmerer kommt raus, hat dieselbe Stärke, aber Steuerungshieb hat halt den Vorteil, dass der Angriff jedes Mal erhöht wird. Und das ist doch eigentlich mega nice. Nun gehen wir wieder zum Turm rüber. Die Pokémon sind geheilt. Ich war kurz beim Pokémon Center. Und nun geht's hier rein. Da warten die beiden schon. Meine kleine Conny ist die Hüterin der Geheimnisse der Mega-Entwicklung. Sie erwartet dich auf der Spitze des Turms. Jo, ich bin sehr gespannt. Wir waren noch nie oben. Ist das ein Trainer? Ich glaube nicht. Nur jene, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen den Turm der Erkenntnis erklimmen. Und du bist einer dieser Glücklichen. Du darfst passieren. Wow. Und nun geht es hier rauf. Ein Turm der Erkenntnis. Was ist denn hier? Ah, ich wollte in die andere Richtung. Ich wollte in die andere Richtung drücken. Ihr seid hier. Vor langer, langer Zeit kam ein Trainer in Begleitung eines Lucario in diese Region und fand zwei sonderbare Steine. Man erzählt sich, dass sich darauf die weltweit allererste Mega-Entwicklung zugetragen haben soll. Aha. Wusstest du, dass der richtige Name von Mr. Mega eigentlich Combre lautet? Nee, wusste ich bisher noch nicht. Ist gut zu wissen. Und dann geht's noch weiter höher. Wieder ein weiterer Raum. Die Mega-Entwicklung ist nur eines von vielen Dingen, zu denen Pokémon imstande sind. Wir sind auch die Pokémon lieb und teuer, bei denen keine Mega-Entwicklung ausgelöst werden kann. Mr. Mega ist ein Nachfahre jenes Trainers, der bei seinem Lucario die allererste Mega-Entwicklung ausgelöst hat. Ja, aber diesen Kampf gegen Conny machen wir nicht bei diesem Part. Das wird dann im nächsten Part stattfinden. Ich hoffe mal, ich... Pferde jetzt, also es geht noch weiter höher, okay. Ich weiß halt nicht, wie weit ich hochgehen kann, ich will halt noch abspeichern können. Dafür, dass du extra hergekommen bist, möchte ich dir das hier geben. Uhu, Fußtritt. Nochmal eine Kampfattacke. Mir ist da ein Gedanke gekommen. Wir Menschen denken ja immer darüber nach, wie man Pokémon die Kräfte entlocken kann, die in ihnen schlummern. Vielleicht ist das so eine Art Zeichen, dass wir alle Möglichkeiten ergründen sollen. Professor Platin hat in seiner Jugend hier trainiert, um die Mega-Entwicklung zu erforschen. Er soll aber relativ schnell aufgegeben haben, weil er der Meinung war, nicht gut genug zu sein. Ja. So, Fußtritt auch erlernbar. Ja, ist halt die Frage. Fußtritt oder Steuerungshieb? Da können wir den Angriff steigern. Ich überlege es nochmal, aber erstmal mache ich es noch nicht. So, ich werde mal hier jetzt rausgehen, erstmal speichern, falls ich schon in irgendeine Sequenz reinkomme, dass ich erstmal abgespeichert habe. Dass ich halt notfalls trotzdem das Spiel schließen kann. Ah, okay. Hier geht's dann rein. Gut. Wow, da geht's aber runter. Huiuiui. Nächsten Part geht's dann hier weiter. Freut euch drauf. Und ich werde dann wahrscheinlich Neuigkeiten haben bezüglich Guadagnino. Wie weit ich dann bin. Bis dahin und bye bye.